So, in diesem Tutorial sprechen wir über das Teilen von schon etwas größeren Zahlen. Und wie wir letztes Mal schon gesehen haben, ist es ganz wichtig, dass du dann 1x1 kennst. Also zumindest für die Zahlen von 1 bis 10. Also alles von 1 mal 1 bis hin zu 10 mal 10. Oh, 10 mal 10. Und du wirst gleich auch sehen, warum das so wichtig ist. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Beispiel an. Und zwar wollen wir rechnen 25 durch 5. Und das ist eigentlich nichts anderes, als sich zu fragen, wie viel Mal passt denn 5 in die 25? Könnte ich auch so hinschreiben, dass ich schreibe 5 mal wie viel ist 25? Und wenn du dann 1 mal 1 kennst, dann weißt du genau, ah ja, okay, 5 mal 5 ist 25, ist ja ganz leicht. Und dann weißt du schon, das Ergebnis, 25 durch 5 ist 5. Nächstes Beispiel, nehmen wir 49 durch 7. Und genau da auch wieder fragen wir uns einfach, 7 mal wie viel ist 49? Und auch da weißt du von deinem 1x1 bestimmt, okay, 7 mal 7 kann ich mal hier überschreiben. So, 7 mal 7 ist 49. Also 49 durch 7 ist 7. Eigentlich ganz einfach, wenn du dein 1x1 gut kannst. Nächstes Beispiel. 54 durch 9. So, auch da fragen wir uns wieder, 9 mal wie viel? 9 mal welche Zahl ist 45? So, und das ist 6. Ja, da weißt du genau, 9 mal 6 ist 45. Passt auch gut in unser 1x1. Haben wir uns gut gemerkt. Okay, gleich weiter. Also, und zwar nehmen wir jetzt mal die 23 durch 3. So, da kann ich jetzt auch wieder schreiben, wie viel mal geht die 3 in die 23. Da könnte ich jetzt mein ganzes 1x1 auf malen oder schreiben. 3 mal 1 ist 3, 3 mal 2 ist 6 und so weiter. 9, 12, ich schreibe jetzt vorne nicht alles hin, 15, 18, 21, 24 und es geht dann noch weiter. 27 bis 30, das wäre dann 3 mal 10. So, und jetzt fragen wir uns wieder, 3 mal wie viel ist 23? Und du siehst schon, 23 ist hier gar nicht mit drauf. Das heißt, es muss irgendwas mit Rest sein. Das heißt, 23 ist hier nicht drauf, aber was ist denn die nächstgrößte Zahl, die reinpasst? Das ist die 21. Die passt da noch rein und das ist 3 mal 7. Also 3 mal 7 ist die größte Zahl, die rauskommt, wenn ich mit 3 irgendwie multipliziere. Also 3 mal 7 ist 21, 3 mal 8 wäre schon zu groß, das wäre 24. Das heißt, 3 mal 7 passt hier rein, kann ich hier auch oben schön hinschreiben als Ergebnis 7. Und jetzt kann ich mit dem kleinen Trick, kann ich einfach nochmal rückwärts rechnen. 7 mal 3. Und das schreibe ich dann hier unten drunter, ist 21. Pass immer schön auf, dass es genau die richtigen Spalten unten drunter trifft. Also die Zehnerzahl, die 2 unter die Zehnerzahl und die Einerzahl unter die Einerzahl. Und jetzt kann ich hier zusammenrechnen, beziehungsweise voneinander abziehen. 23 minus 21, das ist 2. Und jetzt müssen wir uns noch fragen, passt die 3 irgendwie in die 2 rein? Nee, 3 ist zu groß. Das heißt, hier bleibt anscheinend ein Rest übrig. Das geht nicht genau auf. Das heißt, unser Ergebnis hier ist 7 Rest 2. Also 23 durch 3 ist 7 Rest 2. So, und später können wir natürlich
sowas auch schreiben als Kommastelle oder Dezimalzahlen. Das ist aber was, was wir jetzt noch nicht besprechen. Es kommt aber relativ bald schon später. Gut, dann machen wir einfach die nächste Übung. Und zwar gehen wir jetzt noch ein bisschen größer. Rechnen wir 344 durch 4. So, jetzt sagst du dir, wow, ich habe zwar mein einmal eins fleißig gelernt, aber das geht ja nur bis 40. Und 344 ist natürlich viel, viel, viel größer. Aber ich zeige dir jetzt gleich eine Methode, mit der du sowas rechnen kannst, auch mit größeren Zahlen. Und du brauchst garantiert nur das einmal eins versprochen. Also, und zwar geht es so, dass du einfach von ganz links anfängst. Erstmal fängst du mit der 3 an. Die 3 steht hier in der 100er Stelle. Das haben wir ja alles schon bei Addition und Multiplikation gemacht. Also hier in der 100er Stelle steht die 3. Und zuerst fragst du dir, wie viel Mal geht denn die 4 in die 3? Und die geht da überhaupt nicht rein. Die 4 ist größer wie die 3. Das heißt, in dem Fall gehen wir einfach zur nächsten Zahl, beziehungsweise jetzt zur 34. Jetzt fragen wir uns, wie viel Mal geht denn die 4 in die 34? Und dann schauen wir einfach in unserer entweder in, im Gehirn gespeicherten 1x1 nach oder schreiben es uns kurz auf. Also 4 mal 8 ist 32, 4 mal 9 ist 36, das heißt, es geht nicht genau auf in die 34, aber was ist denn die nächstliegende Zahl? Das ist die 32, also 4 mal 8, das schaffe ich noch, das passt noch in die 32. Die 32 passt noch in die 34 rein, die 36 ist aber schon zu groß. Das heißt, ich nehme hier die 8. Also schreibe ich hier unsere 8 und rechne dann auch wieder 4, 8 mal 4 oder 4 mal 8. Ist 32, schreibe ich hier unten drunter schön in die jeweilige Spalte, also in die 100er Spalte und in die 10er Spalte. Könnte man auch schreiben als 320, brauchen wir aber nicht. Siehst du gleich. Und ziehen jetzt einfach die beiden Zahlen voneinander ab. 34 minus 32, da bleibt 2 übrig und die 4. Die steht hier noch übrig in der einer Spalte, die ziehe ich runter. Das heißt, das sind hier noch 24 und jetzt frage ich mich nochmal, wie oft geht denn die 4 in die 24? Und da kann ich nochmal mein kleines 1x1 zur Hilfe ziehen. 4 mal 6 ist genau 24, wunderbar. Das heißt, es geht genau auf, schreibe hier oben unsere 6 hin. Und 6 mal 4 ist 24. Und wenn ich das voneinander abziehe, bleibt genau 0 übrig. Das heißt, hier haben wir keinen Rest. Das geht genau auf. Also 344 durch 4 ist 86. Wunderbar. Können wir gleich weitermachen. Und zwar mit der Übung, was haben wir hier, 91 durch 7. So, und das können wir jetzt vielleicht sogar schon im Kopf machen. Also du fängst wieder von ganz von links an, immer mit der gleichen Methode. Also von links nimmst du dir die erste Zahl, das ist hier die 9, und fragst dich, wie oft geht denn die 7 in die 9 rein? Ja, und die geht ja da auf jeden Fall schon mal einmal rein. Und 1 mal 7 ist 7, das schreibe ich hier unten drunter. Und 9 minus 7 bleibt 2 übrig. Zieh von der 1er Stelle die 1 noch mit runter und frage mich nochmal, wie oft geht denn die 7 in die 21? Und 7, 14, 21 geht genau dreimal rein. Wunderbar. Nehmen wir hier mal hellblau. 3, 3 mal 7 ist 21. Ziehe ich voneinander ab. Und da bleibt nichts mehr übrig. Kein Rest, geht glatt auf. 91 durch 7 ist 13. So, und als letztes Beispiel nehmen wir noch die 608 durch 8. Also auf jeden Fall ein Beispiel, wo die Zahl viel zu groß ist, um alles auf einmal mit unserem 1x1 zu rechnen. Aber wir gehen einfach wieder ganz entspannt von links los und rechnen zuerst, wie oft geht denn die 8 in die 6 rein? Die geht da überhaupt nicht rein. Das heißt, wir
Wir gehen gleich zur 60 und schauen, wie oft geht denn die 8 in die 60. Und das könnte man genauso fragen wie 8 mal wie viel ist 60? Oder wir nehmen einfach unser 1x1 und zählen nochmal, okay, 8 mal 7 weiß ich ja. 8 mal 7 ist 56 und 8 mal 8 ist 64. Die 56 geht in die 60 rein, die 64 aber nicht mehr. Also jetzt nehme ich unsere 56, das heißt 8 mal 7, das heißt die Zahl, die wir hier suchen, ist 7. So, und schreibe hier die 7 hin. 7 mal 8 ist 56. Immer schön genau drunter geschrieben. Also die 5 unter die 6 in der 100er Stelle und die 6 unter die 0 in der 10er Stelle. Das ziehe ich voneinander ab. Und da bleibt hier 4 übrig. Also 60 minus 56 ist 4. Ziehe einfach die 8 nach unten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Spalten immer stimmen, wenn du alles sauber untereinander in die richtige Spalte schreibst. Und jetzt frage ich mich wieder, wie oft geht denn 8 in die 48? Und 8 mal 6 ist genau 48. Also 6 mal und 6 mal 8 ist 48. Wenn ich das voneinander abziehe, bleibt hier nichts mehr übrig, kein Rest, geht genau auf, wunderbar. Das heißt, 608 durch 8 ist 76. Viel Spaß damit noch, rechne einfach noch so viel Übungen, wie du kannst und merk dir einfach, du brauchst nur dein 1x1-Wissen. Alles andere in der Division erledigst du, indem du einfach dieses Rezept anwendest und von links immer wieder dividierst und schaust, wie oft die Zahl hier reinpasst. Viel Spaß dabei, tschüss.